Da. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In meiner in meiner Stimme steckt Aggressivität, denn wir haben heute was sehr Spannendes vor. Ja, willst du den Leuten auch sagen, was? Ja, du! Achso, ich habe im Internet... Da habe ich schon mal eine Intro gekriegt. Oh, meine beste Freundin interessiert sich nur für die Karten. Ja, um die geht's ja auch heute. Um die Karten. Black Stories. Ich habe das bei Guten Morgen Internet gesehen, übrigens. Fand ich ganz cool. Gibt's, glaube ich, noch andere Sachen von so Stadtlandmord heißt es so? Stadtlandmord. Ich denke. Wo ist denn der Zettel? Den hatte ich doch. Jedenfalls. Also ich bin nicht so gut in Rätselraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht einfach nur darum, dass irgendwelche Leute gestorben sind wegen irgendwelchen Dingen, die sie getan haben. Worüber manche Leute jetzt so denken, okay, warum stirbt man deswegen? Ist der Tod aller Zeiten? Wie dumm, genau, genau, wie dumm kann man eigentlich sein? Ja. Wir machen auch so ein bisschen so mit Tipp geben und so, vielleicht wenn es zu schwierig wird, wenn wir nicht drauf kommen. Und ja, so. Das ist, ja. Ja, ich finde, also, das ist schon sehr schwer. Alle gestorben auf der Welt kann ich jetzt auch nicht. Willst du anfangen? Anfangen, okay. Achso, jetzt muss ich ja erstmal raten, wa? Genau, also, gesucht, tot oder lebendig. Nichts konnte der Liebe eines Paares etwas anhaben, bis es in einem Hagelsturm geriet. Und was ist passiert? Wie in einem Hagelsturm, was da passiert ist? Mhm, warum die gestorben sind. Na, vielleicht, weil sie ein paar Hagelkörner auf den Kopf gekriegt haben oder so, keine Ahnung. Oder weil die ausgerutscht sind. Oder weil der Mann so eine Aggression hatte, dass er sie abgestochen hatte, weiß ich ja nicht. Die sind in einem Hagelsturm und was ist passiert? Dass die beiden gestorben sind oder nur er? Nee, beide. Beide sind gestorben. Ja, vielleicht weil es so gehagelt hat oder so. Boah, tschüss, ey. Dass die anderen Autos sie einfach umgefahren haben. Warte. Auflösung bitte. Nee, das geht nicht unbedingt um den Hagel, was nicht jetzt... Wetter. Genau, nicht um dieses Hagel, was vom Himmel fällt. Darum geht's nicht. Was gibt's denn sonst für einen Hagel? Mhm. Hä? Das ist voll krass. Blitzableiter oder was? Also ich sag dir ja mal, um wen es gehen könnte. Oder um wem es geht, besser gesagt. Und vielleicht kannst du es dir so ein bisschen herleiten, weiß ich ja nicht. Mhm. Also es geht um Bonnie und Clyde. Nee. Sorry, da bin ich voll raus. Ich kenne das nicht, okay. Keine Ahnung. Soll ich das vorlesen? Ja. Die Auflösung? Also Bonnie und Clyde, oh, das ist einfach voll lang, ey. Bonnie und Clyde gelten als das berühmteste Liebespaar in der Geschichte des Verbrechens. So zwischen 32 und 34 verübten sie in Begleitung eines oder mehrerer Komplizen unzählige Raubüberfälle, Autodiebstähle und insgesamt mindestens 15 Tote. So, naja, okay. Und das Ende vom Lied ist halt einfach, dass sie dann von der Polizei verfolgt wurden und durch diesen Schusshagel von der Polizei sind die halt beide gestorben. Ach so, durch diese Pistolen und Kugeln, war? 1934. Ach so, ja gut. Genau. Mal kommen, also die waren im Auto und dann hat die Polizei da geschossen und so und naja, deswegen sind die halt gestorben. Ah, okay. warte mal. Kann das sehen? Das da unten kannst du mir auch vorlesen, das gehört ja dazu, mit mein Kind. Peng. An einem ganz besonderen Tag fanden 6 Männer abrupt den Tod. Ach du Scheiße. Wie war das? Liebes... Irgendwas, wie war das? Liebesgrüße aus Blei. In Blei. In Blei, okay. Oh, okay. Und 6 Männer sind gestorben. Mhm. Oh Gott. Oh, das ist schwer, als ich dachte. Ja. Das ist ja mega schwer. Ich denke mal, das muss irgendwas mit einer Pistole vielleicht zu tun haben. Also, dass irgendwie jemand erschossen wurde oder sowas. Oder irgendwer sich selber erschossen hat. Mhm. Oder die sich alle selber erschossen haben. Soll ich auflösen? Nein, warte, ich muss überlegen. Ich muss erstmal kurz hier noch... Gib mir einen Tipp. Bitte. Oh Gott. Na, es geht auf jeden Fall um Pistolen und ja, halt um 6 Männer, die halt, ja, wie erkläre ich das?
die halt sehr viel Sachen, oh, illegale Sachen geschmuggelt haben und dann sind ja halt andere Leute immer Sauber. sauer auf die, weil die das nicht richtig gemacht haben Das und kann ja sein, dann dass irgendwer die dann erschossen hat, weil die halt, keine Ahnung, bei irgendeinem Drogen, keine Ahnung, irgendwas, wo die halt so Drogen verkaufen sollten oder sowas, dass sie da halt irgendwie einen Fehler gemacht haben und dann wurden die halt alle erschossen. Ja, doch. Oder so. Hier steht, am Valentinstag des Jahres 1929 hielt ein Wagen vor einem Center da irgendwo in Chicago und dann sind sechs Männer rausgesprungen, aber es waren keine Polizisten, sondern Gangsterbosse. Okay. Und dann haben die 150 Kugeln abgeschossen und später lagen halt sechs Mitglieder der verfeindeten Bande tot am Boden. Also es ist Okay. eigentlich ja wie so ein Westernfilm halt. Okay. Ja. Warte. Nichts Besonderes. Meine Geschichte ist ungleiche Behandlung. Ein Mann lieferte Gemüse, ein anderer Fleisch. Kurze Zeit später war einer von ihnen tot. Also, was sagt euch das? Kein Gemüse essen. Einer hat Fleisch geliefert, der andere Gemüse. Genau. Oh. Oh. Wenn du ein bisschen so drüber nachdenken könntest, könntest du vielleicht auch auf die Lösung so ein bisschen kommen. Ich frage mich gerade, warum man sagt, der eine liefert Gemüse, der andere Fleisch. Das ist genauso, als würde ich sagen, ja, der eine geht jetzt Bier trinken und der andere trinkt Wein. Und wer soll da jetzt umgekommen sein? Oder wie soll man Naja, da jetzt umkommen? Verstehe ich nicht. keine Vielleicht, Ahnung. weil er am Gemüse erstickt ist oder so? Nein. Er hat sich mit dem Fleisch Sind erschlagen. ja, also du musst ja bedenken, es sind zwei Männer. Ja, und der eine liefert halt Gemüse aus und der andere halt Fleisch. So. Und manchmal gibt es ja unter Geschäftspartnern oder Familienmitglieder oder Streitereien so. oder was? Genau, und dann vielleicht kann ja mal jemand zu Tode kommen, aber warum? Zum Beispiel, warum würde man, wenn es Streitereien gibt, warum hätte man oder derjenige den Grund, den anderen umzubringen oder für Naja, sich weil der selber? andere Fleisch hat, was der andere halt nicht hat. Und der andere hat halt frisches Gemüse und das hat der andere halt nicht. Keine Ahnung. Verstehe. Der eine hat das nicht, was der andere hat. Oder will Ja. das, was der andere hat. Du bist noch weit davon Oh entfernt. Gott, erlöse mich bitte vom Bösen. Okay, und zwar geht es einfach darum, dass die beiden Männer Brüder sind und der eine Gemüse, der andere Fleisch ausliefert oder hat oder was auch immer. Und lange Pause. Auf jeden Fall war der eine auf den anderen eifersüchtig und hat ihn dann, was hat er damit eigentlich gemacht? Was hat er mit ihm gemacht? Achso, er hat ihn dann aufs Feld gelockt und hat seinen Bruder halt umgebracht. Du Scheiße. Ja, das ist voll krank, ey. Was sind das für Menschen? Okay, hier. Die Beauty Queen. Okay. Wenn ich schön sein will, muss jemand leiden, war ihr Wenn Motto und sie beging etliche Morde. darf ich die vorne das sehen? Wenn irgendwas mit muss jemand leiden, da ihr Motto sehen. Wenn ich schön sein will, muss jemand leiden. Ach du Scheiße. Wenn jemand schön sein will, muss ich. Ich kann. Ich darf die Rückseite nicht sehen. Ach so, ja, ich wusste ja nicht, dass du da hinguckst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich gebe den Tipp, das ist eigentlich fast wie Carrie, nur dass es ein bisschen andere Geschichte ist. Okay, eine Dame war hübsch und hat, vielleicht hat sie, ich weiß nicht, ich kenne die Geschichte von Carrie nicht mehr, aber vielleicht hat sie jemanden umgebracht, weil sie der Meinung war, die ist hübscher als sie selber und Viele umgebracht, ja. viele. Ja, sehr, sehr viele. Warum? Oh mein Gott. Das war irgendwie eine ungarische Gräfin und die hat Ende des 16. Jahrhunderts zwischen 80 und 650 Mädchen und junge Frauen getötet, in dem Glauben, dass sie dann wenn sie das Blut trinkt, diese Jugend und diese Schönheit bekommt. Und dann zur Strafe wurde sie 1611 lebenslänglich in ein Turmzimmer mit zugemauerten Fenstern gesperrt, wo sie 1614 starb.
Voll krank eigentlich, oder? 650 Mädchen und Jungen. Also, der liebe Onkel Doktor, nach einem Besuch beim Arzt ging es etlichen Menschen keineswegs besser. Beruhige dich, beruhige. Achso, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, ist es das, wo der Krankenpfleger den Leuten was gespritzt hat? Nein, das ist ein Arzt. Aber ja, es ist schon das ist genau dasselbe. Also der hat irgendwelchen Leuten was gespritzt, damit die dann irgendwie Lähmungen oder so kriegen und dann ersticken oder so oder irgendwas. Warte. Würde ich mal behaupten. Okay. Da ist aber noch nicht der Tod von dem Arzt klar. Also der Arzt hat den Leuten was gespritzt, dass die Leute daran sterben. Aber was könnte das gewesen sein? Genau. Was es gewesen sein kann, muss ich jetzt raten. Was könnte gewesen sein, was er denen gespritzt hat? Ich habe mal gehört, dass, Medical Detectives, dass da auch so ein Arzt war, der hat Leuten was gespritzt, damit die gelähmt sind, also wie so eine Narkose, aber dass die noch beim vollen Bewusstsein sind. Und dann nämlich, weil ja die Lunge auch dann, also weil es ja auch ein Muskelgewebe ist, es nicht Lunge, oder? Nee. Auf jeden Fall irgendwas, dass halt die Lunge aufhört zu atmen. Nee, ist aber nicht richtig. Ach so, okay. Der hat den Leuten was gespritzt, das ist auf jeden Fall richtig. Und zwar hat er ihnen eine hohe Dosis Heroin gespritzt. Und dann haben die es herausgefunden, er ist ins Gefängnis gegangen und dann ist er im Gefängnis gestorben. Und jetzt will ich von dir wissen, woran ist er im Gefängnis gestorben? Sehr gut. Dann krieg ich einen Punkt. Geisteskranker Gummi. Okay, Essen. Trotz Knoblauch und Thymian wollte das gut abgehangene Hauptgericht nicht recht munden. Das war noch am Leben. Was? Nein, hör mal nur dieses abgehangene Hauptgericht. Ja, es wäre für mich ein Schwein, was geschlachtet wurde und ausgehangen wird. Nee, es geht ja um Menschen. Also, was hängt denn da ab? Was hängt denn ab? Ich häng ab. Okay. Bei Männern. Sag mal nochmal den ganzen, das Ganze, was du da gesagt hast. Achso. Gummi, okay. Und trotz Knoblauch und viel mehr wollte das gut abgehangen auch schon. Ja. Na, wenn du schon sagst, was hängt bei Männern ab, würde ich schon an das Geschlechtsteil denken. Ja. Soll ich dir sagen? Nein, lass mich also Zeit. Auf jeden Fall geht es um den Penis. Um den Penis eines Mannes, okay. Ich dachte, er wäre eine Spinne. Okay, der hat. Keine Ahnung, er war ein Kannibal oder so und hat die Leute getötet und hat das verkauft. Keine Ahnung. Soll ich dir vorlesen, du bist richtig. Ja. Hier steht, dass jahrelang hatte Armin Maivis, geboren 1961, bereits kannibalistische Neigungen verspürt und im Internet nach Opfern gesucht. Im März 2001 traf er sich schließlich mit dem 4 Jahre älteren Bären, bla bla bla, in seinem Haus. Mit Zustimmung des Opfers trennte er diesem den Penis ab. Mit Zustimmung? Alter Schwede. Ach du meine Güte. Auf Maria. den die Männer anschließend zu verspeisen versuchten. Oh, ist doch. Trotz Zubereitung mit Knoblauch und Thymian. Bisschen Knoblauch an, dann scheint alle Dude. Blieb das Gericht jedoch ungenießbar. Und dann hat er den dann doch getötet. Und die Reste, die er nicht essen konnte und nicht geschafft hat, hat er eingefroren, um sie dann zu braten. Und was steht denn hier? 2004 wurde er wegen Tötung auf Verlangen zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Nur. Aber der hat einen Penis gegessen. Der hat einen Leute umgebracht. Oh mein Gott. Der hat einen Penis gegessen. Ja. Wer isst denn bitte einen Penis? Naja.